Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Und ja, es ist endlich soweit, mal das lang ersehnte Video zu unserem TTRS mit 650 PS, was wir jetzt hier gerade anliegen haben. Und ja, wir haben hier so alles verbaut, was wir so zum Verbauen haben, was wir so anbieten und was wir natürlich an dem Fahrzeug alles machen. Das hier ist auch unser Entwicklungsfahrzeug, also wir haben ja da ein bisschen mehrere Fahrzeuge, aber das hier war jetzt eins davon, wo wir auch sehr viel getestet haben, entwickelt haben, verbessert haben. Und ja, ich sag mal, wir sind jetzt in einem sehr zufriedenen Stand mit dem Ganzen, was wir jetzt hier anbieten für das Fahrzeug. Ich sag mal, es ist ein Partikelfilterfahrzeug, das ist auch ein ganz heißes Thema. Und ja, die Leistung geht dadurch. Also das ist auf jeden Fall mal ein sehr gutes Statement. Und auch soundmäßig haben wir hier natürlich auch die volle Palette. Dank großem Turbolader, Downpipe und Abgasanlage, was wir jetzt hier komplett drin haben. Also an dem Fahrzeug ist natürlich auch der Motor verstärkt. Also hier haben wir Pleuel drin. Also tatsächlich nur Pleuel. Und die Kolben sind Serie. Hat sich jetzt sehr gut ausgezahlt gemacht in den Fahrzeugen, spielt auch gar kein Thema. Wie gesagt, gucken wir gleich mal noch rein, wie das Ganze so aussieht. Da haben wir eine kleine Carbon-Party. Tada! Ja, so sieht das Ganze jetzt mal im Motorraum aus. Hier unsere große Ansaugbrücke ist auch drauf. Unsere große Ansaugung, 4 Zoll Inlet und was man halt sonst noch alles so braucht. Hier auch noch eine ganz coole Besonderheit. Hier haben wir ein V4 drin, also ein KW V4. Deswegen, falls sich jemand wundert, hier die lustige Pimmel, da können wir die Zugstufe verstellen. Quasi, man kommt halt leichter hin. Das sind so Verlängerungen, dass man, sage ich mal, man ist unterwegs, okay, und will was optimieren, sagt, dann kann man direkt hier oben kurz drehen und dementsprechend anpassen. Ich sag mal, man macht es nicht so oft, aber man kommt, sage ich mal, in dem Fall, wenn man es dann machen möchte, gut ran. Das ist hier auch schon sehr gut. Ja, da haben wir natürlich alles schön geblendet mit unseren tollen Aufkleber. Achtung, das Fahrzeug ist leistungsgesteigert. Also ist auch immer sehr interessant, wenn da mal, ja, ich sag mal, wenn wir Kunden haben, die von weiter weg kommen, und es kommt woanders in der Werkstatt, dass sie einfach gleich Bescheid wissen, okay, Achtung, das Fahrzeug ist leistungsgesteigert. Dann haben wir noch unsere Bezeichnungen drauf mit Öl, was da alles so reinkommt. Also, dass da einfach mal grundlegend nicht gleich was falsch geht oder schief läuft. Also, ja, klar empfehlen wir immer, ich sag mal, wenn die Autos bei uns sind, dass wir die dann auch immer Service machen und immer drüber gucken, ob alles passt. Wenn sie es natürlich immer anbietet. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Das kann man dann nicht immer erwarten, ist nicht auch immer so einfach. Aber ich sag mal, wir bieten das ja auch an, dass wir da dann einfach immer komplett nach dem Fahrzeug nachschauen, wenn sie dann zu uns ins Service wieder kommen. Ja, was haben wir noch für eine Besonderheit? In dem Fahrzeug haben wir Stabis auch drin. Das wollten wir mal testen, da sind ja die Meinungen auch sehr auseinandergegangen. Sind Stabis jetzt gut, sind sie schlecht? Der andere sagt ja, nein. Bei dem Fahrzeug hätte ich es jetzt für sehr gut empfunden, weil es gibt einem wirklich noch ein sehr sicheres Fahrgefühl. Wir haben den jetzt eh sehr auf, ja, so ein bisschen schon trackmäßig, auch für ein bisschen Kurven und so, dass es einfach gut funktioniert, weil wir sind da immer mit unseren netten Kumpels unterwegs oder sagen wir mal, wenn man ein bisschen so Ausfahrten macht in kurvigen Gebieten, fährt sich das brutal geil. Hier haben wir natürlich jetzt noch das Thema 20 Zoll. Da sind wir jetzt auch noch in der Überlegung, auf 19 Zoll zurückzugehen. Einfach um noch ein bisschen eine bessere Performance hinzukriegen. Hier war es jetzt einfach ein bisschen nur ein optischer Schmackel, sagt man so gut. hier, die 20 Zoll stehen halt dem Auto trotzdem extrem gut. Du hast halt einfach nochmal ein bisschen mehr Fleisch vom Reifen und ein bisschen mehr Federeigenschaft und dein Reifen nimmt auch noch ein bisschen mehr Kräfte auf.
Und durch das fährt sich das Ganze nochmal ein bisschen besser. Gerade auch die vielen Eintauchmomente oder Schlaglöcher oder irgendwas, was kommt, gibt es natürlich hier bei der 20 Zoll Rad immer ein härterer Schlag drauf. Da muss dein Fahrwerk erstens mal mehr abkönnen. Und ich sag mal, ja, ist natürlich für die Felge dann auch nicht so schön, wenn da jetzt mal ein bisschen eine stärkere Kante kommt vom Einfedern und so. Das haben wir natürlich jetzt hier. Das wäre jetzt noch so der einzigste Punkt, wo wir sagen können, okay, das ist so das einzigste, was an der extremen Performance dann vielleicht noch fehlen würde. Haben wir aber schon einen zweiten Satz vorbereitet, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt mal wirklich auf die Rundstrecke gehen, dass wir dann auf 19 Zoll runtergehen. Aber ich sag mal, jetzt für uns noch auf der normalen Straße ist das auch noch völlig im Rahmen. Ich sag mal, der Reifen ist schon ein wichtiges Thema. Wenn man auf der 20 Zoll schon einen guten Reifen hat, dann ist man da auch schon relativ gut dabei. Das ist gar kein Problem. Ja, hinten haben wir natürlich an dem jetzt die Sitzbank noch raus. Weil ich sag mal, im TT hinten mitfahren ist jetzt gerade nicht so angenehm oder relativ schwer. Ich passe da zumindest nicht rein. Vielleicht, wenn man ein Kind hat oder so, das war noch so groß ist, da geht es wahrscheinlich, aber sonst macht das in den Autos nicht wirklich Sinn, die hintere Sitze. Deswegen, wir haben es optisch rausgeschmissen und ja, minimal, was das ganze Gewicht bringt. Also, das ist jetzt nicht gerade der Überreißer, wo man sagt, okay, man reißt das ganze Ding komplett leer. Soll ja noch ein bisschen ein Straßenfahrzeug auch sein. Ja, klar, Performance-Part haben wir hier auch dran. Für noch die dementsprechende Optik und auch aeromäßig muss ich sagen, merkt man es sehr gut an den Fahrzeugen, gerade auch der hintere Flügel. Bei höheren Geschwindigkeiten braucht der TT das hinten schon, dass es ein bisschen mehr andrückt, dass sie sich einfach ein bisschen stabiler fahren. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren jetzt gleich mal mit dem Fahrzeug und testen das mal. Jetzt auch hier
das ganze Konzept, was wir in den Aeolus so entwickelt, getestet, geprüft haben. Und da kommt eben natürlich noch viel mehr Freude, wenn man halt so sieht, wie geil das Ganze dann auch funktioniert. Und ich sag dann auch noch, das Geile ist halt, hier fahren wir komplett mit TÜV. Das ist hier halt auch so eine Nummer, was natürlich jetzt in dem Bereich sehr wichtig ist. Ja, ich sag, man kann drüber scheiden. Wir haben hier auch 655 PS. Das ist auch so ein Thema. Aber ich finde, so 650 hört sich einfach schön glatt an. Ich meine, für manche, wo da jetzt im Stammtisch sitzen und man sich da betteln, dann kann man sagen, ja, man hat 655 PS für die Leute. Aber hier, das funktioniert so schön und tadellos. Wir haben jetzt auch mal das Thema, das sehr umstrittene mit Zeiten messen. Haben jetzt schon viele zu mir gesagt, ja, bringt das doch mal in den Videos oder macht das mal. Und ja, ich sehe das halt so, wir haben jetzt hier die Zeiten gemessen. Wir sind hier, wo ich sehr zufrieden damit bin. Also wir fahren an dem Auto hier eine 5,6 bis, sage ich auch ganz wichtig dazu, bis 6,2. Also wenn man braucht einfach so viele Sachen und Verhältnisse, was da einfach passen muss. Wie ist das Wetter? Was hat man für Felgen drauf? Der andere hat eine Keramikbremse noch drauf, wo leichter ist. Bei manchen ist der Innenraum komplett leer geräumt. Ich finde es ein schwieriges Thema, weil man wird dann schon ein bisschen so festgenagelt. Okay, zack, boah, du hast gesagt, wir brauchen die und die Zeit und das hat man. Ja, deswegen sind wir da jetzt nicht so Freunde drüber, aber so wisst ihr es mal, in welchem Bereich man da ungefähr unterwegs ist. Das kommt natürlich dann auf der Fahrer und alle auch noch drauf an. Ich sag mal, wir hocken jetzt hier zu zweit drinne, spielt wieder eine Rolle. Dann, gut, ich habe ein bisschen was abgenommen, ich hätte jetzt eine bessere Performance, das wäre auch gut. Aber dann, klar, Sprit ist dann wieder so ein Thema. Der andere hat dann nur 5 Liter Sprit drinne, das für einen Run reicht. Und lauter so Geschichten. Also, ja, sind wir ein bisschen umstritten, das Thema. Ich sag mal, uns ist einfach in dem Ganzen so sehr wichtig, weil das Popometer ist ja oft das, was zählt, und das die Gesamtemotion, was ja so ein wichtiges Thema ist. Und ich sag mal, da sind wir hier echt so gut unterwegs, wo man eigentlich nur ein Grinsen ins Gesicht einem zaubern kann. Und geht ja mir selber auch jedes Mal so. Da gleich zack, oh geil, da wieder tschick, tschick, tschick. Ja, ist einfach. So macht Arbeit Spaß, hätte ich mal behauptet. Ja, unsere schöne Stahlbremse meldet sich hier mal. Ja, das wollten wir jetzt auch mal testen. Wir haben für das Fahrzeug eine Keramikbremse da, aber wir wollten jetzt hier auch mal die Stahlbremse wirklich aufs Limit testen, wie das Ganze so funktioniert. Wie man hört, sie quietscht jetzt schon dementsprechend leicht. Ist auch schon ein bisschen, ja. Aber ich bin, sag ich mal, ein bisschen positiv überrascht. Klar, ich bin Keramik-Fan. Aber jetzt hier in dem TT, wir haben da unten noch ein paar Leitbleche mit hinzugefügt, wo das Ganze ein bisschen mehr belüftet wird und funktioniert einigermaßen gut, hätte ich jetzt behauptet. Ja, so viel zum Thema auch Bremsen, was da alles so gibt, was man machen kann. Ja, wie es immer so schön heißt, nach oben gibt es ja keine Grenzen. Was wahrscheinlich auch viel Anklang finden wird, ist, dass die Schubabschaltung hier ein bisschen dezenter programmiert ist. Stimmt. Das ist auch ein ganz heißes Thema, weil zeitlang wollte jeder Schubabschaltung, oh, das muss knallen und machen. Jetzt ist es ein bisschen mehr so, lieber ein bisschen dezenter. Und ich bin gerade auch ein bisschen mehr so, das zu extreme Geknalle und Gepänge, das, ja, ich fand es irgendwie cool, aber ist gerade auch nicht mehr so. Also ist krass, wie man sich da auch ein bisschen verändert, was das angeht. Deswegen haben wir es jetzt hier mal wirklich ganz dezent gehalten. Wenn man jetzt nur zwischen 3,5 und 4 macht es ein bisschen.
ganz leicht. Ja, also das ist da echt ganz relativ soft. Ist einfach, dass man jetzt nicht so gleich, ja, bei anderen Menschen für schlechte Laune sorgt, wenn das Ding dann überall rumknallt und macht und tut. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Aber jetzt hier im Gesamten mega zufrieden. Aktuell haben wir ja auch ein TTHS auf der Bühne, den wollen wir komplett umbauen. Da wird man natürlich auch mal wieder ein bisschen mehr verfilmen. Auch da ist der Motor komplett zerlegt. Und da nehme ich euch natürlich dann auch wieder mit bei dem Ganzen, was wir da machen, wie das mal wieder von innen aussieht. So, wieder zurück an der Firma. Gute Parksensor meldet sich auch gleich zum Dienst. Wie gesagt, Leute, einfach melden, wenn ihr Bock drauf habt, auf die gewisse Leistung, dann kommt zu der Firma BTM Turbo. Wir garantieren vor Grinsen im Gesicht. So, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao.